So, geht weiter mit der zweiten Folge Magma Flife. Wir sind hier im zweiten und letzten angespielt. Wir schauen uns hier ganz kurz nochmal schnell die Crystals an. Mal schnell schauen. Genau, 10.000 Crystals für ein Juwel-Set. Wahrscheinlich das Soul Ruby-Set, beziehungsweise man kann ja auch. Hier ist ein Haken, was man sich schon kaufen kann und so. Gibt es ein Red Ship? Also das Ganze ist ja echt. Ich muss sagen, ich hab's gehofft, dass der Server wirklich viel drauf hat, aber ja, ich hab's nicht erwartet. Keinste Art und Weise. Also, ich bin momentan echt ziemlich positiv überrascht. Es gibt ja auch noch so ein Ding, ich habe vorhin in den Shop reingeschaut und das ist wirklich jetzt mal ein wichtiges Ding. In den Ingame-Shop, also in den Cash-Shop, Cash-Store. Ich kann es leider nicht zeigen, weil ich das Ganze irgendwie ansonsten nachsynchronisieren müsste und das super kompliziert wäre. Beziehungsweise ich müsste hier quasi zwei Bildschirme aufnehmen und das Ganze ist nahe, ja, ich meine, es ist möglich, aber müsste ich mit zwei verschiedenen Programmen aufnehmen und ich glaube, es ist, ich bin nicht sicher, wie es funktioniert. Deswegen kann ich jetzt leider das Ganze nicht zeigen, aber ich meine, kannst du dich selbst anschauen, logisch. Lass mich reinhauen hier, wir kriegen so viele Power-Ups. Allein wegen ganzen Power-Ups muss man hier schon mal wirklich, braucht man ein großes Inventar. Also von dem her. Achso, es gibt nur ein A, ja, ist klar, stimmt. Okay, mal schauen, wir das Magma jetzt zusammenkriegen. Bin mir nicht sicher, aber ich. Na, wird schwierig. Genau, so, Cash Store. Oder generell der Red Magma Core Shop. Das ist quasi der Shop für echt Geld. Wenn man hier donatet, gibt's dafür. Mal schauen. Hier 1250 Coins für 10 Euro. Das Bezahlsystem ist ziemlich ausgebaut, ziemlich krass irgendwie. Es gibt hier Mint zum Bezahlen, es gibt Safety Pay, es gibt Shiro Pay, Mobiyamo, Sofort, The Payment Network und Paysafe Card. Kein PayPal für einen Flive-Surfer. Okay, ich vermute einfach mal, es gab ansonsten auch ein bisschen rechtliche Probleme, beziehungsweise Monster Flive, glaube ich, ging ja aufgrund von rechtlichen Schwierigkeiten down. Und was ist das hier eigentlich? Hier ist so eine Leiste drüber. Ist eine kleine Leiste drüber. Ich weiß nicht, was die bedeutet. Keine Ahnung. Es gab da schon mal, wie gesagt, ein bisschen Probleme mit dem Ganzen. Und vielleicht wird das Ganze deswegen wieder anders gemacht, also keine Ahnung, das sind reine Spekulationen. Also circa 1250 Coins für. Achso, hier 10 Euro. Nee, warte mal. Ja, ungefähr. Ja, so ungefähr. Ach nee, hier. Ach, da gibt es eine PayPal Credit Card. Okay, macht Sinn. Also 1250 Coins für 10 Euro. Es gibt ja zum Beispiel Sammelpads für 600 Coins. Vielleicht kann man sich die auch irgendwie in-game erspielen oder erfarmen. Keine Ahnung. Hab ich bis hier noch nicht gesehen. Ich habe es aktuell nur hier gesehen. Also für ungefähr 5 Euro für ein Sammelpad. Finde ich persönlich nicht geil. Ganz und gar nicht geil. Pickup-Pads. Ach, sind Pickup-Pads. Buff-Pads kosten 1500. Legendary Pet Chance Box mal 3. Limited sind mal 100. Details. Mal kurz schauen. Auf 100 limitiert. Okay, man kann schon mal 100 mal kaufen. Interessantes System. Die Leute haben Plan für Marketing. Die haben wirklich Plan für Marketing. Genau, die gibt es dann für 4.500 Boxen. Gibt es noch eine Legendary Pet Chance Box mal 5. Also 50 limitiert, kostet 7.500. Und das gleiche mit der zehnfachen, also die Box mal 10 scheinbar, keine Ahnung, für 15.000 Coins. Ich bin nicht genau sicher, was das genau ist. 15.000 Coins sind quasi 120 Euro, oder? 120? 120 Euro, ja, genau. Was verdammt viel Geld ist für eine fucking Box. Für eine virtuelle fucking Box, 120 Euro. Das übersteigt sogar noch die Offi-Dinge da. Das ist wirklich ein richtig krasser Preis. Was auch immer da drin ist, es muss krass sein. Und naja, circa, es gibt ja noch die Low-Budget-Variante für einen Pickup, also hier gibt es Pickup-Pad-Upgrades, also quasi die Transies, die Pad-Transies.
wo man sich quasi aus einem normalen Pad halt ein Buff-Pad machen kann. Für 150 Coins, das sind quasi, oh Gott, ein bisschen mehr als ein Euro, glaube ich, 1,20 oder so, keine Ahnung. Was auf alle Fälle dann relativ billig ist und man vermutlich auch in-game relativ billig kaufen kann. Ansonsten, um jetzt nicht alles durchzugehen, Party und Gildendinger. Guildhaus Starter Package 30 Tage für ungefähr 10 Euro. Advanced Package für 4000 Coins, also 30 Euro ungefähr. Die Preise sind ordentlich. Wir könnten mal generell zu den Mobs gehen, wenn wir drauf. Die Preise sind ordentlich, aber ja, gut. Ich will sie nicht beurteilen. Ich lasse einfach mal unkommentiert mal so stehen. Jetzt haben wir schon Fashion. All God Sets männlich Box für 10.000 Coins. Für knapp 90 Euro. Okay. Der Surfer ist ziemlich Kommerz, muss man sagen. Der Surfer, bisschen viel Kommerz, muss ich sagen. Also, der Surfer ist definitiv da als Cash Cow. Der Surfer ist eine riesige Cash Cow, das kann man ziemlich sicher sagen. Das ist safe. Glocks und Backpacks. Irgendwelche Glocks, die aktuell gibt's. Schauen wir nur zum Model oder so, zumindest sehe ich aktuell keinen anderen. Flying Vehicles und Mounts. Mounts für 5000. 5000 Coins. 40 Euro. Really? 40 Euro für einen Mount? Boah, also. Das sind. Ne, warte mal, hab ich mich gerade verschaut. Doch, 40 Euro für einen Mount. Flügel kosten 500. Also, nicht 500 Euro, sondern 500 Punkte hier, also ein Fünfer oder so. Aber 40 Euro für einen Mount, das ist. Das ist krass. Das ist. Nee, also. Das Surfer wird definitiv als Cash Cow benutzt. Also. Dann hier nochmal Masken für 2500 Coins. Kann die Effekte. Nee, schauen wir nicht. Zumindest steht nichts dabei. Hier weiterleveln. So. Hairstyles. Okay, alles unwichtig. Consumable. Jetzt wird's spannend. Power-Ups. Hier zumindest so ein paar Flasks auf der Tiger oder so. Oder Poisons, die halt irgendwie. Potions, nicht Poisons. Die hier irgendwelche Effekte haben und so. Gibt's nochmal 400. Das ganze 10 Mal. Es gibt hier Buffs zum Kaufen, was auch immer das ist. Achso, okay. Ultras gibt's hier zu kaufen. Aha. Dropsgewalt und so weiter. Relativ billig, alles. Kaum eine Rede wert. Gibt's hier Aura-Boxen. 10 Auras in einem Bundle. Für schlappe 40 Euro. Was gibt's alles noch so? Amplis. Ui. Score Sprint, okay. Schaut ein bisschen anders aus. Nett. So, dann wollen wir weiterfliegen dann zu den Mammuts. So. Haufenweise Aura-Boxen. Ja, okay. Functional. Kobalt. Micha Rider Chance Box. Gibt das Ganze schon mal nochmal als Box für das Ganze? Welche Sales, die aktuell laufen, wo müssen wir aktuell hin? Wer auch die Sichtweite hinten erhöht, sehe ich gerade so. Ganz interessant. Fashion, Equipment Enhancements, Blessing of Inferno. 100 Stück kosten 5 Euro etwa. Blessing of Inferno 200 Stück kosten ungefähr 8 Euro oder so. Ja. This Blessing ensures that your Inferno item won't break while upgrading. Okay, es gibt einfach schon mal so Items, die man eben. Komm in the Buff Pit to buff you. Ah, okay. Muss ich ein Ding anklicken? Komm, bleib stehen. Aha. Jetzt hab ich ihn. So, einmal. Direkt ein Treuer Buff am Anfang, den wir da kann. Attack, haben wir hier. Okay.
Genau, scheinbar braucht man die ganzen Items dann zum Upgraden. Gibt es auch 54 Stück davon. Keine Ahnung, wie hoch die Chance ist oder wie niedrig die Chance ist. Auf alle Fälle ist es hier, ja, Pay to Upgrade, sag ich jetzt mal so, Pay to Win, wenn man es hier nur so kriegt. Gut, ich meine, Pay to Win und Schleife ansprechen ist generell eigentlich überflüssig, weil es ist Schleife und es ist, ihr kennt es ja. Ich sollte hier eigentlich generell mal dann Rolli-Teile aufheben. Oh gut. Magma Life X Protect Box 200. Kann man sich aber auch erfarmen. Genau, also wie gesagt, gibt es auch auf alle Fälle einiges, was man sich anschauen kann. Gibt es eine Wikipedia, gibt es einen extra Support-Abteil da, quasi so ein Support, so eine Support-Seite, ein kleines FAQ. Quasi alles mögliche, was schon mal gefragt wurde oder so, oder was irgendwie wichtig ist. Latest Updates wurden angezeigt, das ist auch interessant. Login, also ist auf alle Fälle extremst professionell aufgebaut. Hier gibt es eine Knowledge Base, hier gibt es News und einen Troubleshooter. Keine Ahnung, wie die genau aussieht. What can you help you with? Okay, kann man irgendwas eingeben, zum Beispiel, gehen mal einen Client ein. Search, Simple Account Migration Guide. Oh, ups, warte, you're from Aether or an old Magma player? Stimmt, es war Aetherfly, nicht Monsterfly. Stimmt. Ups, falsche Info. Genau, sowas, stimmt. Wo ist Ringmaster? Oh, der hat Lags und ist weggeflogen. Okay. Was liegt denn da? Warum liegen da Yellow Pill? Okay. Okay, interessant. Okay, Ringmaster ist wirklich ganz weit weg. Das ist gerade ein bisschen scheiße. Subscribe. Mit der E-Mail-Adresse kann man subscriben. Okay, News. Okay, da sind ein Haufen, wahrscheinlich den ganzen Patches drin. Zum Beispiel, was alles angefügt wurde, was verändert wurde und so weiter. Sogar mit einem Logo drin, dass hier keiner klauen kann, die Bilder. Ah, ich sehe gerade diese Sets und so. Mit irgendwelchen Propellern da und so und holy shit, man. Krasses Ding. So, ich sehe gerade schon ein paar andere Dinge. Oder ich habe gerade schon ein paar Dinge entdeckt, die ich, warte, wir wollten noch ein letztes Tier vor auf. Ach, den Augen. Stimmt, ach, da hinten sind die Mammuts, genau. Wir müssen mal Richtung Castle Hunter. Und zwar, ich glaube, es ist entdeckt mit einem Ringmaster. Was wir vorhin schon auf der Map gesehen haben. Und zwar geht's hier hinten irgendwo rein. Keine Ahnung, wo es hier hingeht, aber hier scheint es irgendwo reinzugehen. Direkt neben dem Kessel. Hier sind nämlich hier Wagen, die extrem HD ausschauen. Selbst schon von der Ferne. Also, dass Leute aus Fly rausholen, das wundert mich echt immer wieder. Ich meine, das Game ist wirklich alt, aber die Leute holen hier wirklich noch krasse Sachen raus. So, hier haben wir mal ein Custom-Tor, eine Custom-Brücke. Oh, keine Brücke? Naja, so ist eine Art zumindest. Frost-Yeti-Poacher? Keine Ahnung. Die Brücke braucht definitiv ein Hitbox-Upgrade. Vielleicht sollte man das den Admins hier mal für ein DLC versprechen oder so. Was gibt's hier alles? Hier brennt irgendwas. Ein Set-Exchange. This one is obtained by killing the Frost Yeti in Astria. Aha. Okay, vielleicht kommt hinten irgend so ein Boss oder so, keine Ahnung, wie das hier aussieht. Channel 2 steht sogar. Nice. Okay, mal schauen, was hier aktuell kommt. Frost Yeti 121. Die Mob schon immer geil aus. Lol. Die Leute machen sich echt viel Arbeit. Die machen sich wirklich viel Arbeit und Gedanken. Die Abwechslung, die hier drin steckt, die ist gut. Die Abwechslung hier, die ist wirklich. Ich überlege gerade. Ich meine, ich habe schon relativ positiv über Corona Fly gesprochen und so. Ich will keinen Fly hier. Warum kann ich nicht fliegen? Hallo, ich will da ganz drauf. So, muss jetzt aufsteigen. So. Die Arbeit hier drin steckt und generell auch Corona of Life bietet schon einiges an Abwechslung und so, aber
Momentan auf den ersten Blick muss ich sagen, hat man hier schon wirklich einiges, was man machen kann. Und wenn ich hier gerade mal so durch die Sets durchscrolle, durch die Waffen und so, die hier eingefügt wurden, das ist schon, das ist Next Level, du. Also das ist Next Level. Die Waffen schauen teilweise futuristisch aus, teilweise ein bisschen mittelalterlich. Naja, nicht mittelalterlich. Nee, generell schon ziemlich futuristisch eigentlich. Das sind hier nochmal verschiedene Turtle-Schilder, also Turtle King-Schilder und so. Das ist krass. Fixed Target Info. Aha, okay. Was auch immer da ist das. Okay, es gibt hier haufenweise Patch-Notes, es gibt viele, viele Patch-Notes. Aber es gibt nicht viele Patches, sehe ich gerade. Es gibt immer so große Patches, hier zum Beispiel mal. Einmal im September, dann im Oktober haben wir hier mal einen Patch. Mit der Patch hier. Wenn wir umscrollen. Der am 12. Januar, also es sind schon teilweise ein Vierteljahr so dazwischen, bis hier mal ein Patch kommt. Aber gut, okay. Genau, wollte ich noch schnell schauen wegen GT. Mal schnell durchbuffen. So, Pause brauche ich auch noch, okay, gut. Pause anziehen. Hä? Na komm. Bis. Ich spiele jetzt gerade. A skill that attacks everything around. Ups, lol. Das ist ein AOE-Skill, what the fuck? Ich dachte mir, ich kann damit den Ding buffen. Lol. Okay. Wie dem auch sei. Es gibt irgendwie noch einen Stat-Up-Ding hier, Stat-Up 0 von 1, was auch immer damit gemeint ist, keine Ahnung. Vielleicht kann man hier wirklich Effekte oder so drauf adden, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Surfer ist wie gesagt extrem aktiv, es sind so viele Spieler drauf. Wenn ihr wirklich ein extremst aktives Spiel Surfer haben wollt oder spielen wollt, dann wisst ihr definitiv, wo ihr drauf kommen müsst. Surfer ist aber auf Englisch und ist halt eben Mid-Ride, High-Ride, ist scheinbar auch ein bisschen farmlastig. Und wenn ihr natürlich der Beste im GW werden wollt, dann ja, wird nicht ganz hinhauen. Also kann hinhauen, aber ich denke mal, es ist super schwer. Also genau. Ganz, ganz kurz in so eine knackige Zusammenfassung. Surfer ist geil, kann man nicht anders sagen. Abwechslung ist definitiv gegeben. 116 bis 168, mal kurz schauen, Check Channel. Ah, okay, muss jetzt noch ein Ticket raus, bisschen schade. Lassen wir nur mal ganz kurz schnell eben rein. So, schnell raus. Und jetzt kommt ein Ticket rein. Teleport. So, genau. Die Maps sind jetzt schon mal 116, oder? Genau. Ja gut, okay. Nichts Besonderes, denke ich mal. Einfach nur veränderte Level und so. Vielleicht auch veränderte Drops. Gab es den NPC am Anfang? Crystal Merchant gibt's ja auch wieder. Mal schauen, ob die gleichen Crystals droppen. Wäre zumindest ziemlich cool. Okay, die HP von den Viechern sind extrem hoch. Wirklich extrem hoch, also... Achso, Pet. Crystals, nice. Das ist cool. Achso, hier steht sogar Astria oder Qual. Kann man auch als Quest-Item oder Pet-Food Rolling quasi verwenden. Ja, das ist nice. Okay, dann würde ich sagen, ich werde nicht mehr weit drauf eingehen. Ich glaube, ich habe jetzt echt mal einen ziemlich großen, ziemlich guten Einblick vom Surfer bekommen. Hier drauf leveln und auch farmen, glaube ich, kann echt Spaß machen. Maximal Level ist übrigens 200. Allerdings, der Donation Shop kann für den einen oder anderen echt ein bisschen abstoßend wirken, weil er einfach wirklich riesig ist und schon, ich sag jetzt mal, ein bisschen sehr, sehr greedy rüberkommt. Und ich kann verstehen, wenn zum Beispiel jemand sagt, der ist für mich too pay to win, es gibt zu viele Items im Shop, ich will kein Geld ausgeben und so weiter. Vermutlich kann man es auch farmen, aber nur mit sehr, sehr viel Zeitaufwand und von dem her, ach, seit 3 Minuten, ja, Mist. Von dem her, ist es, denke ich mal, so einfach jedem das Saal,
Und genau, dann würde ich erstmal sagen, das war's mit dem Monster Life angespielt, Magma Life angespielt, sorry. Sehr interessanter Surfer auf alle Fälle. Der größte Surfer, den es aktuell gibt, meines Wissens zumindest, außer es gibt irgendeinen größeren, außer Offi. Aber den gibt's eigentlich nicht. Und ja, damit würde ich sagen, das war's mit dem angespielt. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFP.